Willkommen zu deiner heutigen Sportstunde. Warm oder kalt? Wir befinden uns ja immer noch auf der Antarktis und es ist ganz wichtig, dass man sich warm anzieht. Deswegen werden wir eine kleine Übung machen. Es ist auch so eine Gleichgewichtsübung zum Warmmachen. Und zwar habe ich mir wieder Unterstützung geholt. Wir haben einmal die Svea, die Alexandra und den Louis. Die werden mich ein bisschen unterstützen bei dem Ganzen, was wir jetzt gemeinsam machen. Und du kannst zu Hause gleich mitmachen. Was brauchst du für die Aufwärmung? Ich darf das hier mal zeigen. Du brauchst eine Hose, richtig? Du brauchst einen Pulli oder ein T-Shirt. Du brauchst ein paar Socken, einen Schal und eine Mütze. Ist das richtig? Und ein T-Shirt. Ach, da sitzt du drauf. Richtig. Und ein T-Shirt. Und jetzt erzähle ich dir deine Aufgabe. Und zwar werde ich ein Kleidungsstück sagen. Ja. Und dieses Kleidungsstück darfst du mit einer Hand, mit der Hilfe von einer Hand, nur anziehen. Wenn du das geschafft hast, das ist schon schwierig genug, glaube ich, dann ziehst du das Kleidungsstück anschließend mit der anderen Hand wieder aus. Okay? Bei dem ein oder anderen Kleidungsstück, glaube ich, da braucht man ein gutes Gleichgewicht, oder? Das denke ich schon. Und du entscheidest, mit welcher Hand du dich einmal anziehst und einmal ausziehst. Als kleines Beispiel, die Mütze darfst du nur mit einer Hand aufsetzen. Also ich mache das mit meiner linken Hand und dann darf ich es mit der rechten Hand wieder ausziehen. Es geht nicht um Geschwindigkeit, sondern es geht darum, das ordentlich zu machen. Es geht auch darum, dass du dich bewegst und dass du es richtig machst. Okay? Was meinst du? Bist du bereit? Ja. Ja? Du zu Hause auch? Wenn nicht, dann kurz Pause drücken und richte dir die Klamotten her. Ich würde sagen, wir fangen schon mal an mit dem ersten Kleidungsstück. Alexandra, bist du bereit? Louis? Du auch? Okay, dann würde ich sagen, zeig uns mal vor. Du darfst dich auch gerne hinstellen, dann sehen die dich zu Hause besser. Wir fangen mit dem T-Shirt an, einverstanden? Los geht's. T-Shirt mit einer Hand anziehen. Der Louis macht es schon ganz gut. Louis, das ist, glaube ich, der Arm, wo du gerade deinen Kopf durchschiebst. Aber das darf passieren. Svea macht es schon ganz gut, ja. Mit nur einer Hand. Okay, die Alexandra ist auch schon fertig. Der Louis hat für seinen Kopf die richtige Öffnung gefunden. Zeig mal her. Das sieht gut aus. Da hat jemand ein großes T-Shirt genommen. Okay. Svea, du weißt noch, mit welcher Hand du es angezogen hast? Mit welcher Hand? Und jetzt mit der anderen Hand ausziehen. Mach uns das mal vor. Schau, wie gut du das machst. Sehr gut. Die andere Hand ist ganz passiv. Ja, ich könnte es nicht besser. Super. Ihr zwei seid schon fertig? Okay. Was nehmen wir denn als nächstes? Was haltet ihr von der Hose? Einverstanden? Hose? Dann nehmt doch mal die Hose in die Hand. Denkt dran, mit einer Hand anziehen. Svea, eine Hand. Louis, eine Hand. Gut. Ja, da merkt man schon, ein bisschen Gleichgewicht ist gefragt. Ich hoffe, du zu Hause machst das auch im Stehen, so wie unsere drei hier. Jawohl, sehr gut. Louis hat mit der Jogginghose da natürlich einen kleinen Vorteil. Geht's, Alexandra? Bei dir ist nämlich noch der Knopf vorne zu, sehe ich gerade. Svea ist schon fertig. Louis hat schon wieder ausgezogen. Svea zieht es mit der anderen Hand aus. Das ist doch mal ein cooles Aufwärmspiel, oder? Macht es dir Spaß, Louis? Ja. Super. Richtig, jetzt ziehen wir es noch aus. Aber denk dran, die andere Hand nehmen. Ja, und du zu Hause kannst natürlich mit deinen Freunden oder auch mit deiner Familie deinen kleinen Wettbewerb machen. Erstmal ein bisschen ausprobieren oder das Ganze auf Geschwindigkeit machen. Wir machen es nicht auf Geschwindigkeit, sondern wir wollen einfach versuchen, nicht umzufallen. Okay? So, Hose, was machen wir denn als nächstes? Was möchtest du als nächstes machen? Pulli, Pulli, Pulli. Du zu Hause nimmst auch deinen Pullover in die Hand. Mit einer Hand anziehen und mit der anderen Hand ausziehen. Oh ja,
die Alexandra macht es gut. Alexandra, das ist jetzt der Ärmel, wo du deinen Kopf durchmachen möchtest. Ganz schön dunkel bei dir, oder? Nur eine Hand, jawohl. Oh, der Pulli ist gar nicht so einfach, sehe ich gerade. Louis ist schon wieder fertig. Wie sieht es bei dir aus? Dreh dich mal kurz um. Ich schaue mal, ob er auch richtig umangezogen ist. Ja, das stimmt. Das hätte ich jetzt gar nicht gesagt. Okay, du bist auch fertig. Dann ausziehen. Also, ich muss sagen, ich würde wahnsinnig gerne auch mitmachen, aber auch zum Zuschauen macht es richtig viel Spaß, euch dabei zuzusehen, wie ihr das macht. Lass mich mal schauen. Nein, du hast da nichts. Du siehst immer noch gut aus. So, was haben wir denn als nächstes? Wir haben jetzt Pulli hatten wir, Hose hatten wir. Dann würde ich sagen, richtig, nehmt mal in die Hand die Socken. Luis, denk dran, rechts und links, gell? Den Socken mit einer Hand anziehen. Das ist natürlich jetzt schwer, oder? Wenn ich mir das so vorstelle, mit einer Hand nur, wie geht's dir denn zu Hause dabei, deine Socken mit einer Hand nur anzuziehen? Okay, die Alexandra ist schon fertig. Oh. Ja, da hast du recht. Warte noch ein bisschen. Das geht. Mit ein bisschen Geduld geht das auf alle Fälle. Wie sieht es beim Louis aus? Der hat den ersten Socken. Louis, eine Hand. Wir müssen da schon streng sein, gell? Ich möchte ja auch immer dich ein bisschen herausfordern. T-Shirt war, glaube ich, ganz einfach. Hose war in Ordnung. Und jetzt wird es natürlich immer schwieriger. Der Socken ist, glaube ich, die erste schwierige Aufgabe. Und jetzt würde ich sagen, das Ausziehen geht ja ratzfatz, oder? Das ging schnell. Der Louis kämpft noch ein bisschen mit seinem Socken. So, und die nächste schwierige Aufgabe wäre dann, den Socken mit einer Hand anziehen und das Ganze noch im Stehen. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Wir haben ja noch ein paar Kleidungsstücke, würde ich sagen. Ja, du darfst dich wieder hinstellen und jetzt einmal den Schal, aber den Schal natürlich einmal auch um den Hals binden mit einer Hand. Vielleicht kriegst du auch einen schönen Knoten hin. Das wäre ja auch ganz schön. Das sieht gut aus. Wie sieht es bei dir aus? Aber du hast ja zwei Hände genommen, nur mit einer Hand. Okay, gut. Dann ziehen wir das wieder aus. So, und jetzt kommt, glaube ich, die große Challenge. Warte noch ein bisschen. Die Mütze. Mit einer Hand aufsetzen, warte noch ein bisschen, mit einer Hand aufsetzen und mit der anderen Hand darfst du sie runterziehen. Ich glaube, wie beim Socken ist es auch so, warte noch ein bisschen, wie beim Socken ist es, glaube ich, schwierig aufzusetzen, aber das Ausziehen ist dann relativ schnell. Bereit? 3, 2, 1, los geht's. Fertig. Ich bin beeindruckt. Ich bin wirklich beeindruckt. Der Louis kämpft noch ein bisschen, der hat so lange Haare. Ja, hier werden schon Tipps gegeben. Also es ist echt schön zu beobachten, ne? Welche Technik jeder verwendet. Super, Louis hat es auch geschafft. So, dann würde ich sagen, das war unser Warm-up. Du darfst jetzt deine Klamotten nehmen und zur Seite legen, außer das T-Shirt. Das brauchst du noch. Das T-Shirt brauchen wir noch. So. Und jetzt habe ich noch eine sehr, sehr coole Aufgabe für dich. Und zwar würde ich das gerne an jemanden vormachen. Ich würde sagen, ich nehme den Louis heute mal. Louis, auf dem Rücken liegen. Und zwar wird jetzt die Aufgabe, rutsch noch ein bisschen rein zu mir. Die Aufgabe wird jetzt die sein, dass du dich auf den Rücken legst und dass du einen Schuh nimmst. Und diesen Schuh, Louis, darf ich? Diesen Schuh lege ich auf deine Fußsohle. Und deine Aufgabe ist, den Schuh darauf zu balancieren. Wenn du es schaffst, wartet ihr noch ein bisschen? Nimm den Schuh nochmal runter. Wenn du das schaffst, den Schuh zu balancieren, dann ist der nächste Schritt, dass du dir den Schuh selber drauflegst und vielleicht schaffst du es sogar, beide Schuhe auf beiden Füßen zu balancieren.
Da bin ich mal gespannt. Aber Louis, wir fangen erstmal mit einem an. Ist das okay so? Kann ich loslassen? Wichtig dabei ist Konzentration und Atmen nicht vergessen. Mit einem Schuh bitte. Ja, Svea, konzentrier dich. Nimm erstmal einen. Du machst es gut. Vielleicht streckst du dein Bein auch noch aus. Dann wird es nämlich schwieriger. Gut machst du das. Atmen nicht vergessen. Louis, bleib. Ja, Svea, konzentrieren. Bein ausstrecken. Bein ausstrecken. Der Louis macht schon mit zwei Schuhen. Sehr schön. Dann kannst du auch mal probieren, deine Füße ein bisschen zu bewegen und zu schauen, wie weit kannst du es denn ausreizen, dass der Schuh immer noch obendrauf liegen bleibt. Eine Übung, die unglaublich leicht klingt, aber doch schwer ist. Der Schuh fällt nämlich gerne mal runter. Und das Gute ist, Bauchmuskeln sind angespannt, Gleichgewicht. Ganz viel ist da integriert. Und natürlich auch Konzentration. Gut macht ihr das. So, Alexandra, was machen wir bei dir? Ich leg dir den zweiten jetzt drauf, würde ich sagen, oder? Bist du bereit? Nicht reden, ganz ruhig, Konzentration. Und das ist auch das Schöne. Alle sind hier so konzentriert, dass es mucksmäuschenstill ist. Der Louis macht das jetzt noch alleine. Genau, legt sich den zweiten Schuh drauf. Sehr gut. Oh, Louis, nochmal konzentrieren. Alexander macht es ganz gut. Die macht schon Fahrradbewegungen. Jawohl, sehr gut. Svea, soll ich dir auch mal helfen? Ich lege dir mal einen drauf. Und Svea, ist reine Konzentrationssache. Du kannst es, wenn du das willst. Okay, spürst du ihn? Spürst du ihn? Nimm das Knie ruhig noch ein bisschen zur Brust. Das Knie zur Brust. Jawohl. Also du siehst, zu zweit geht es auch sehr gut. Jetzt nehmen wir den mal nach oben, weil das kannst du schon ganz gut. Super. Lächeln nicht vergessen, Svea. Das macht sie ganz gut. Jetzt kommt der zweite. Spürst du ihn? Vergiss den hier nicht. Vergiss den hier nicht. Toll. Ah, gleich nochmal. Sehr schön. Super, und jetzt konzentriert bleiben. Also du merkst, man kann daraus eine schöne Challenge machen. Und wenn man zu zweit ist, kann man sich da gegenseitig am Anfang auch gut unterstützen. Wie fandest du es? War das leicht, war das mittel oder war das... Ja? Wie fandest du es? Aber jetzt nochmal zum Schwierigkeitsgrad. Fandest du das so richtig einfach oder hast du gesagt, es war genau richtig? Ah, okay, es würde noch schwerer gehen, sagt der Louis. Aber ich denke, es war schon für jeden so eine kleine Herausforderung, oder? Schon. Das glaube ich aber schon, was ich so gesehen habe. Bist du bereit für die nächste Challenge? Ja? Okay, was brauchst du für die nächste Challenge? Du brauchst einen Stuhl oder einen Hocker. Und zwar werde ich das wieder erst einmal vormachen. Wartet ihr bitte noch einen kleinen Moment. Die zwei Mädels kriegen nämlich den weichen Fit for Future Hocker. Setz dich mal drauf. Einmal draufsetzen. Und Louis, aufstehen. Mit dir würde ich es gerne einmal vormachen. Und zwar wird deine Aufgabe sein, dich hier drauf in einem Liegestützstand zu postieren. Das heißt, deine Füße sind auf dem Stuhl. Und deine Challenge ist, in dieser Position, Louis, warte noch ein bisschen, ein T-Shirt anzuziehen. Dabei ist wichtig, warte noch, Louis, dass du mit deinem Rücken, also hier nicht ins Hohlkreuz fällst. Wenn das der Fall sein sollte, dann rutsch weiter auf den Stuhl. Okay? Das heißt, Louis, gehst du mal kurz zur Seite, sonst sehen die mich nämlich nicht. Wenn du merkst, dass du ins Hohlkreuz kommst, dann wanderst du mit deinen Knien weiter auf die Sitzfläche des Stuhls. Okay? Wenn du merkst, dass du richtig Kraft hast, dann bleibst du mit deinen Füßen hier in dem Bereich. Aber ich würde sagen, wir drei machen das erst einmal, warte noch ein bisschen, machen das erst einmal mit dem Oberschenkel auf der Sitzfläche. Louis, bist du bereit? Machst du es uns einmal vor oder soll es ich vormachen? Nee, das machst du, gell? Wartet ihr noch ein bisschen? Und hier geht es auch wieder um Strategie. Es geht um Körpergefühl. Es geht nicht um Geschwindigkeit. Louis, winkel mal deine Füße an. Füße anwinkeln.
anwinkeln, das heißt so. Und jetzt rutsch noch weiter nach hinten, noch weiter nach hinten, noch weiter nach hinten. So, genau. Das ist die Anfängerposition, die Einsteigerposition. So startest du auch gerne zu Hause. Und der Louis ist schon eifrig dabei. Ich bin gespannt, welche Technik er hernimmt. Ein T-Shirt anziehen. Mädels, wie sieht es bei euch aus? Wollt ihr es auch ausprobieren? So. Ja, und du merkst zu Hause, es ist so leicht beschrieben, zieh ein T-Shirt an. Nimm deine Knie auf einen Stuhl. Aber es ist nicht so leicht. Und dieses Mal bin ich ein bisschen strenger. Das T-Shirt sollte auch richtig angezogen sein. Die Alexandra ist flott. Wo ist denn vorne und hinten? Ja, das habe ich gesehen. Sehr flott, Alexandra. Warte noch ein bisschen, aber natürlich ist dann die nächste Aufgabe, das T-Shirt auch wieder auszuziehen, in der gleichen Position. Alexandra, das darfst du jetzt machen. Soll ich dir mal, warte mal, ich helfe dir einmal. So, zack. So, bitteschön. So, Louis, wie sieht's bei dir aus? Jawohl. Louis, diesmal nehmen wir aber den richtigen Ausgang für den Kopf. So, Alexandra, dann setzt du dich bitte auf, setz dich einfach oben drauf. Einfach hinsetzen und warten. Super, Louis hat es auch geschafft. Louis, dann wieder rausschlupfen. Es ist herrlich, das anzusehen. Also wirklich, finde ich super. Sehr gut. Und hinsetzen, Louis, und warten. Louis, war jetzt aber nicht so einfach, gell? Das musst du jetzt schon zugeben, oder? Sehr gut. Okay, jetzt haben wir noch die Svea. Ich halte mal den Würfel fest. Oh, das Ausziehen geht natürlich deutlich schneller. Das habt ihr drei richtig gut gemacht. Wie war's? Ja? Top, sehr schön. Hast du noch Kraft und Energie für eine weitere Aufgabe? Ja? Hierfür brauchen wir jetzt ein bisschen Platz. Das heißt, ich brauche jetzt deine Hilfe. Den Stuhl schieben wir nach hinten, die Würfel auch. Die Klamotten nehmen wir mal zur Seite. Und jawohl, das nehmen wir auch zur Seite. Die nächste Aufgabe klingt auch wieder ganz einfach. So, ihr zwei, kommt ihr wieder her zu mir? Ich brauche dich, ja? Ja, wir sortieren uns wieder. Die nächste Aufgabe ist so schnell und leicht beschrieben. Du setzt dich auf den Boden und ich möchte, dass du aufstehst, aber ohne deine Hände zu verwenden. Ja, geht mal ein bisschen weiter auseinander, falls jemand nämlich, jawohl, das reicht, falls jemand hinfallen sollte. Und los geht's. Aufstehen ohne Hände, super. Kinder tun sich ja da so leicht. Aber für Erwachsene ist das schon eher eine kleine Herausforderung, oder? Also, wir laden natürlich auch die Eltern ein, mitzumachen. So, nächste Aufgabe, schau mich an. Jetzt wird es nämlich schwieriger. Du setzt dich wieder auf den Boden. Diesmal möchte ich, dass du beide Hände hinter dem Kopf fixierst und dann aufstehst. Schaffst du das? Oh, Louis, interessante Technik, habe ich noch nie gesehen. Alexandra, von dir habe ich es noch nicht gesehen. Wie machst du das? Jawohl. Aber lass die Hände noch hinten. Du hast sie mit nach vorne genommen? Okay. Wisst ihr was? Jetzt habe ich noch eine spezielle Aufgabe für euch. Und zwar, nachdem ihr das so gut gemacht habt, möchte ich, dass ihr es genauso macht, nur diesmal mit einer Drehung. Pass auf, ich mach's dir vor. Oh, jetzt muss ich auch aufstehen. Also aufstehen, zack und hups, Drehung. Okay? Ja gut, ich mach's noch einmal. Schau noch mal gut zu und achte auf meine Füße, ja? Zuschauen. Schneidersitz. Hände hinten. Zack und jetzt Drehung. Natürlich kannst du das, wenn du das möchtest. Probier's mal, Louis. Ja, genau, in die Richtung. Mach noch mal. Okay. Nächste Aufgabe, denn Übung macht ja den Meister. Du kannst das immer noch, stellst du dich bitte hin, Alexandra? Die nächste Übung ist,
Wie kennst du noch gar nicht die nächste Übung? Nein, die nächste Übung ist nämlich hinsetzen, ohne deine Hände zu verwenden und dann wieder aufstehen mit Hände hinterm Kopf. Ach Mann, das sieht immer so leicht aus bei den Kindern. Noch einmal, dass ich sehen kann. Hinsetzen, ohne die Hände zu verwenden und wieder aufstehen. Schaffst du das Ganze, Achtung, schaffst du das Ganze mit fixierten Händen hinterm Kopf und zwar 5-mal hintereinander. Los geht's. Wo sind die Hände, Svea? Da muss ich schon drauf achten. Jetzt mal eine andere Technik, Schneidersitztechnik. Super, du hast 6-mal gemacht, okay. Aber ich habe kein einziges Mal die Drehung gesehen. Jetzt, Louis, sehr schön, gut gemacht mit Drehung. Kommt ihr wieder ein bisschen näher ran zu mir? Sehr schön. Also, fassen wir nochmal zusammen. Wir haben jetzt das Aufstehen gemacht, ohne Hände, mit Händen hinten fixiert. Dann haben wir das mit einer Drehung gemacht und natürlich auch noch das Hinsetzen, ohne, wie soll ich sagen, ohne Hände. Okay, jetzt habe ich noch eine Aufgabe für euch und zwar möchte ich, dass du dich diesmal auf den Bauch legst und jetzt versuchst, ohne Hände, warte noch ein bisschen, ich möchte, dass ihr ein bisschen weiter auseinander geht. Alexandra, komm ein bisschen her zu mir. Louis, bleib da, jawohl. Und jetzt möchte ich bitte, dass du versuchst aufzustehen ohne Hände und deine Hände sind hinterm Rücken. Sehr gut, flott. Oh, es ist Beweglichkeit, Technik, Strategie, all das, super. Also ich muss jetzt mal wirklich sagen, Applaus für euch drei, Louis, auch für dich. Ihr macht es echt gut. Ich weiß nicht, wie du das zu Hause machst, aber ihr drei seid schon echt sehr beweglich. Ich würde sagen, wir probieren das Ganze noch einmal. Und zwar möchte ich, dass du, zuhören, 5-mal hintereinander aus der Bauchlage aufstehst und dann wieder versuchst, dich auf den Bauch zu legen, aber auch ohne dich mit den Händen, warte, ich bin noch, Svea, es geht noch nicht los, ohne dass du deine Hände verwendest. 5-mal. Zähl selber mit. Los geht's. Ich beobachte das Ganze. Und das Schöne ist, für euch zu Hause, jeder hat eine eigene Technik. Es gibt kein richtig oder falsch. Wie du es schaffst, entscheidest du. Toll macht ihr das. So, Louis, ich möchte, dass du ein bisschen weiter, ja, lass die Hände hinten fixiert, ein bisschen weiter nach vorne gehst, dass die Köpfe auseinander sind. Toll. Und das Schöne ist, je älter man wird, desto schwieriger werden diese Aufgaben. Also, liebe Eltern, nutzen Sie die Gelegenheit und machen Sie das gemeinsam mit Ihren Kindern. Ja, schön, dass du auch fertig bist. Du bist auch fertig, Louis. So, dann habe ich noch eine kleine Aufgabe für euch. Und zwar diesmal so eine kleine Team-Aufgabe. Bist du da bereit, Louis? Sollen wir zwei das mal vormachen? Komm mal her. Ihr setzt euch auf den Po, Rücken an Rücken, hakt euch mit den Händen ein und versucht dann aufzustehen. Meinst du, das klappt? Sollt ihr zwei das mal probieren? Ja, probiert es nochmal. Das ist nämlich... Da muss man nämlich ein bisschen miteinander kommunizieren, sich absprechen. Ah, super, macht ihr das. Also, ihr zu Hause dürftet auch gerne ausprobieren. Von Vorteil ist es natürlich, wenn man gleich groß ist und vielleicht auch vom Gewicht ungefähr auf einem Level ist. Also, wir werden das noch ein bisschen üben. Jetzt, Louis, kommst du da runter? Komm da bitte runter. So. Ich bin jetzt eigentlich, Alexandra, fertig mit meinen Herausforderungen. Waren das Herausforderungen für dich? Nein, ja, du hast es aber auch richtig gut gemacht. Ich bin gespannt, wie ihr das zu Hause macht mit euren Geschwistern, Freunden und auch Eltern. Ich würde jetzt sagen, dass wir jetzt noch gemeinsam so eine kleine, ja, Cool-Down-Phase machen. Das heißt, du darfst dir da jetzt einen freien Platz suchen und dich einfach im Schneidersitz hinsetzen. Und ich werde ein bisschen was dazu erzählen. Ich lade dich ein, da mitzumachen. Ja, du darfst auch da oben sitzen bleiben. Sehr schön, vielleicht kriegen wir auch, setzt du dich hierher? Vielleicht kriegen wir jetzt auch noch ein bisschen schöne Musik.
Du weißt ja, dass wir an der Antarktis sind und du darfst deine Augen jetzt schließen. Einfach die Augen schließen. Tief einatmen und kräftig ausatmen. Und hör einfach mal dem Rauschen zu. Und stell dir vor, wie draußen ein wilder Schneesturm tobt. Die Schneeflocken klatschen an das Fenster. Ach, und du sitzt drinnen, warmen, in der Hütte. Und stell dir vor, wie das Feuer prasselt. Das Holz knackt im Kamin und es ist warm. Du fühlst dich wohl und du atmest tief ein und aus. Du atmest tief ein und aus. Und du hörst immer noch draußen den Schneesturm toben, aber du sitzt drinnen in der warmen Hütte. Und du denkst an den heutigen schönen Tag und hast gute Gedanken. Atme tief ein und aus. Und jetzt konzentriere dich auf deinen Atem. Und du hörst draußen den Schneesturm. Aber das ist egal, denn du sitzt drinnen in der warmen Luft. Konzentriere dich auf deinen Atem. Atmest ein und aus. Fühlst dich ruhig und entspannt. Jetzt atmest du noch dreimal ein und wieder aus und dann kommst du langsam zurück. So, wir sind schon wieder da. Ich hoffe, du auch. Ich sage vielen Dank fürs Mitmachen bei unserem tollen Warm- oder Kalt-Spielübung. Danke auch an meine drei Helfer. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!